Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und euch mein neuestes Video anschaut, denn heute gibt es das hier bei mir. Schaut mal, was ich Schönes besorgt habe. Von Excelsior haben wir den Runner-Riegel. Ja, und ihr seht schon unten auf dem Bild, also der erinnert natürlich ganz stark an den Mars-Riegel. Ist jetzt so eine nachgemachte Sorte, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ich bin enorm unterwegs gewesen, dass mir das Ganze hier ins Auge gefallen. Ich kenne es noch nicht und habe ich gedacht, nimm es einfach mal mit und probier's. Ja, heute ist es dann soweit. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Wir haben auf jeden Fall einen Milchschokoladenriegel gefüllt mit Candycreme und Karamell. So wird das Ganze hier beworben. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist und bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, ihr seht es, 6 Riegel sind dabei. Ich bereite den Testteller vor und dann probieren wir sie. So, schon geht's weiter. Ihr seht, ich habe jetzt einen von diesen Runner-Riegeln einfach mal in der Mitte durchgeschnitten. So schaut er dann aus der Nähe aus. Und ja, ich würde sagen, es ist wirklich fast 1:1 mit dem Mars-Riegel vergleichbar, würde ich sagen. Auch auf dem Bild, ja, kommt gut hin. Okay, dann probiere ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt so dran rieche, riecht er auch genau wie der Mars-Riegel. Ich hoffe, er schmeckt jetzt auch so. Ich probiere ihn. Ja, eine schöne leckere Milchschokolade umgibt hier unseren Runner-Riegel. Dann haben wir da unsere Candy-Creme drin, die ist auch ganz weich, genauso wie das Karamell, was sich da drin befindet. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube, in der Blindverkostung hätte ich jetzt nicht erkannt, dass das kein originaler Mars-Riegel ist. So gut schmeckt der. Also das hätte ich jetzt wirklich niemals erwartet. Also hier bin ich wirklich absolut begeistert. Also den haben die wirklich absolut genial hinbekommen. Also wenn ihr Mars gerne mögt, dann solltet ihr diesen Riegel wirklich mal mitnehmen und mal probieren. Preislich auch super. 300 Gramm für 1,79 Euro. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und wie gesagt, für mich schmeckt er wirklich 1:1 wie der Mars-Riegel. Also ich kann jetzt hier wirklich keinen Unterschied erkennen. Also das hat sich meiner Meinung nach wirklich gelohnt, den mal zu probieren. Ich glaube, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich den Runner-Riegel hier kaufe. Gut, dann zeige ich euch jetzt schon die Rückseite der Verpackung mit den Zutaten, den Nährwerten. Und dann gibt es meine Bewertung. Ja, hier kann es natürlich nur eine einzige Bewertung geben. Das ist natürlich ganz klar der Dreifach-Daumen nach oben. Die beste Bewertung, die es bei mir auf dem Kanal zu vergeben gibt und damit eine ganz klare Kaufempfehlung. Ja, wie schon erwähnt, 1:1 Mars-Riegel. Ich schmecke wirklich so gut wie keinen Unterschied hier raus. Wüsste ich jetzt nicht, wo ich das hier unterscheiden kann zum Mars-Riegel. Wirklich total lecker und auch sehr, sehr günstig. Also wie gesagt, wenn ihr mal eine Alternative zum Mars-Riegel sucht und den ein bisschen günstiger kaufen möchtet, dann greift doch hier einfach mal zu, probiert es mal und schreibt mir gerne was dazu in die Kommentare, wie euch dieser Riegel geschmeckt hat. Okay, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Test, sagt euer Atzenberger.